Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus Köln. Es ist Dienstag, meine erste Nacht gut überstanden. Wir haben 10 Uhr. Ich bin so um 7.20 Uhr heute Morgen aufgestanden, bin erstmal zum Frühstück, bin dann zum Rewe gelaufen. Hier seht ihr, ich habe ein bisschen eingekauft, auch Kapseln für diese Maschine hier. So. Alukapseln, echt gut. Ich bin am Überlegen, mir so eine kleine Krups für zu Hause zu holen. Gestern noch übertrieben teures Wasser im Hotel geholt. Keine Ahnung, was es kostet. Ansonsten gestern Abend noch viel durch die Stadt gelaufen. Die Altstadt ist einfach wunderschön, Leute. Dann gestern noch den Busy Best getroffen. Mit ihm noch kurz ein bisschen geschnackt am Dom. Noch einen Döner gegessen. Der Lukas Podolski Döner beim Dom da unten. Der war wirklich sehr lecker. Boah, ich weiß nicht, ob ich schon mal so einen leckeren Döner gegessen habe. Das für 7,50 Euro. Bei uns kostet jeder Pappelapapp-Döner kostet bei uns schon so viel. Und die schmecken um Welt nicht so lecker. Restaurant je nachdem. Ich war gestern noch an so einem Restaurant gesessen. Hier so am Rhein entlang, weiter unten. Es sind ganz viele Restaurants und Steakhäuser und Pizzerien. Da war ich gestern noch gesessen. Noch eine Stunde und habe noch 2 Kölsch getrunken. Das erste Mal Kölsch in meinem Leben. Ja, Kölsch ist lecker, muss man sagen. Und gestern im Kölner Dom noch gewesen. Oh, ich muss sagen, der Kölner Dom ist unfassbar. Ihr müsst das in Real Life sehen. Auf Bildern und Videos kommt das nicht ansatzweise so rüber, wie riesig dieser Dom ist. Und ich gehe da rein in den Dom. So Kirchengesang, so Kirchenchorgesang begleitet von Kathedrale, dieser Kirchenorgel da. Und wir sind in dem Moment wirklich so ein bisschen, habe ich ein bisschen Pipi in den Auge gehabt. Das war wirklich so ein epischer Moment. Wenn man überlegt, wie lange ich davon geträumt habe, hier in Köln zu sein. Aber ich werde jetzt erstmal meine Sachen packen. Beziehungsweise ich werde so einfach gehen. Hoodie und kurze Hose. So fährt man als Motorradfahrer in der Großstadt rum. Ich habe gestern so viele Motorradfahrer gesehen, die alle hier kurze Hose und Hoodie rumfahren. Dem passe ich mich natürlich an. Ich will ja nicht hier wie so ein Opfer aussehen. Wir sehen uns gleich. Da sind wir. Oh nein, ich habe ein Ticket. Geile Scheiße, Mann. Perfekt. Okay, da steht jetzt nicht drauf was, aber ich krieg da irgendeine Strafe oder so. Perfekt, Alter. Ich muss mir einen anderen Parkplatz suchen. Also, Leute, los geht's. So, ich bin gestern vor dem Dom gestanden, aber du kannst diese ganzen Eindrücke, wenn du direkt vor dem Dom stehst, kriegst es gar nicht auf Kamera. Ich habe ohne Witz das Gefühl, mein Motorrad hört sich hier in Köln anders an wie zu Hause. Das hört sich hier ganz anders an. Das sieht irgendwie falsch aus. Aber wenn hier Autos stehen, dann darf man hier doch auch fahren, oder? Also deswegen habe ich jetzt auch keine Handschuhe mitgenommen, damit ich das Navi auch bedienen kann und alles. Das rechte ist jetzt Fahrradstraße, ne? Da sollte ich nicht fahren. Hier vorne seht ihr ja Kölner Dom. Also Leute, das ist auch wieder ein Bild für Götter, ne? Das ist... Ich bin mir sicher, mit der GoPro und mit dem Superweitwinkel wirkt das alles nicht so riesig, wie es in echt einem vorkommt. Und das Ding ist, ich habe mir halt Köln genauso vorgestellt. Nicht mehr und nicht weniger. Genauso habe ich mir Köln vorgestellt. Gut zu wissen, dass es nie die Bidoma gibt. La 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 la. La 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 la. Aha. Ah, Berganfahrt. So langsam. Du, du, du. Schauen wir uns einfach da so an die Ecke hin.
Jawohl, perfekt. Direkt ein Glasschirm. Nein, hier sind keine Glasscherben. Das ist okay. Okay, das ist die berühmte Fahrradstraße. Muss nur gleich gucken, wie ich da wieder runterkomme. Wirkt auch überhaupt nicht komisch, wenn ich hier mit dem Helm rumlaufe und Selbstgespräche führe. Mache ich alles nur für euch. Zieht euch da rein. Das muss ich euch einmal zeigen. Ich war gestern schon hier. Ne? Aber wenn ihr hier, ne, ihr lauft da so, düdlü, dann auf einmal, oh perfekt, noch mehr Menschen, ging nicht. Bahnhof, der ist echt verdammt nah. Du kannst quasi vom Zug aussteigen und direkt hier rüber springen. Es gibt eine Ansicht da vorne. Die muss ich euch kurz zeigen. Wie riesig das ist. Also ich will jetzt nicht um den ganzen Dom laufen mit dem Helm auf dem Kopf. Das ist mal ohne Witz. Aber ich war mit euch am Dom. Und da links, seht ihr, da ist das Moulin Rouge. Es ist allein das, wie riesig das ist, ne? Hier ist so ein Reiter. Das hat auch irgendeine Bedeutung hier in Köln. Das sieht man öfters, diese Reiterstatuen. Also Leute, es ist halt wirklich schwer, wenn man sich nicht auskennt in Köln, euch dann da so ein bisschen ein paar Eindrücke mit dem Motorrad zu geben. Maschallah, Bruder. Aber ich glaube, hier geht es noch nicht nach rechts. Ne? Es geht jetzt erstmal noch geradeaus. Seite. Ja, ich werde jetzt einfach mal irgendwo anders parken. Hole ich mir heute eben dann da einen Strafzettel. Jeden Tag irgendwo anders. Das hier ist eigentlich ein geiler Stop zum Anhalten. Mal sehen, wie lange. Mal sehen, wie lange.